wirklich Wichtige dabei ist, ist, dass Sie wirklich jeden Jahr, jeden Monat pünktlich Ihre Rate bezahlen. Das ist ganz einfach, weil die Bank pünktlich abbucht. Ja? Sie müssen nur gucken, dass genug Geld auf dem Konto ist. Das ist eigentlich wirklich das Elementarste überhaupt. So, und sonst haben Sie normal mit der Bank ja auch dann nichts zu tun. Ja? Und sonst kann ja auch nichts schief gehen. Wenn Sie zum Beispiel arbeitslos werden sollten, dann ist das ja meistens, dann ist es ja in der Regel keine fristlose Kündigung. Ne? Sollte ich mal von ausgehen, denke ich mal. Ja? So, das heißt, da gibt es auch eine Kündigungsfrist. Dann ist allerdings wichtig, Kommunikation zu gehen. Wobei die meisten dann den Fehler machen, der, ja, das ist meistens, da schrillen nämlich bei den Bankern die Alarmglocken. Ja? Sondern in so einem Fall ist es meistens ganz gut, wenn Sie jemanden haben, was weiß ich, von der Bausparkasse, von der Versicherung oder was auch immer, ja, der dieses Gespräch für Sie führen kann. Weil der das normalerweise anhört, der weiß genau, wie der Banker tickt. Und da kann man auch sowas Negatives immer noch positiv darstellen. Ein anderer Fall, das war also aus Ex-Jugoslawien, so ein bisschen südländisches Temperament. Und da rief mich der Banker an und sagte, Mensch, was ist denn mit dem Kunden los? Wieso hat der, der ist mit 3 Raten im Rückstand? Ja, 3 Raten ist eigentlich fristlose Kündigung, das Recht hat die Bank. Ein bisschen gelockert worden, aber vom Prinzip her sollten Sie einfach im Kopf haben, wirklich, das ist ähnlich wieder mit der Miete, die Rate an die Bank ist die wichtigste Rate überhaupt. Da können Sie eher mal, wenn es mal eng werden sollte, die Rate an die, was weiß ich, an die Autokreditbank oder an die Leasing vom Auto zurückgehen lassen. Das ist immer besser, als wenn es von der Bank zurückgeht. Was ist denn mit dem? Und so, keine Ahnung, gestern mit dem telefoniert, dem geht's gut. Dann habe ich den gleich wieder an. Ja, ich habe die Bank geändert und überhaupt, und aber ist kein Problem, ich zahle nächsten Monat gleich 4 Raten. Ich so, nee. Also in dem Fall nutze ich mich nur auch mit dem. Dann hat er gesagt, nee, das machst du nicht. Du gehst jetzt zu deiner Filiale und zahlst jetzt das Geld ein. Ja, meinst du wirklich? Ich so, ja, aber ruckzuck